Ho, ho, ho in der Panzergarage. Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten. Ich nehme die Folge zwar auf, da ist noch nicht Weihnachten, aber ich wünsche es euch, weil ihr seht das hier am 25. Dezember. Und das ist ein Fehler, den ich in der letzten Folge gemacht habe. Ich habe nicht aufgepasst, wann. Ich habe nicht aufgepasst, wann ich die ausstrahlen werde. Und da ich mir so ein bisschen eine feste Reihenfolge angearbeitet habe, so langsam. Und ich bin schon nur noch am Essen. Weil bei mir ist 12 Uhr. Und ich habe Hunger. Richtig Kohldampf und so. Ja, auch daran, ich habe nicht richtig gefrühstückt, nämlich gar nichts. Ja, Weihnachten. Ich hoffe, ihr seid alle Heiligabend gut beschenkt worden und werdet auch, also bei euch heute am 25. auch gut beschenkt werden. Denn ich werde es nicht. Denn ich sitze zu Hause. Ernsthaft, du musst da hochfahren. Ist da. Oh, wo ist denn der jetzt gewesen? Ja, ich hoffe, ihr seid zu Weihnachten, zu Heiligabend reichlich beschenkt worden, werdet auch heute reichlich beschenkt. Ich bin daheim. Ja. Wird wahrscheinlich mit der Aufnahme von einigen Videos auch beschäftigt sein. Um euch auch Silvester beglücken zu können. Ja, da müsst ihr jetzt durch, dass ich jetzt esse. Und trinke. Beziehungsweise, ich könnte auch schieben, aber ich wollte nicht. Ich wollte jetzt aufnehmen und das machen wir jetzt auch. Na ja, komm schon. Was ich sehr hoffe, dass ihr neben meinem WOT-Projekt hier mittlerweile auch Gefallen an meinem anderen Projekt gefunden habt, nämlich an Darkest Dungeon. Da habe ich ja noch nicht so viel hochgeladen. Zwischen einigen Videos ist echt ein krasser Abstand zeitlicher. Also zeitlich, wann ich die aufgenommen habe. Aber Darkest Dungeon ist ein Spiel, das weckt meine Lust, auch wenn es halt komplett auf Englisch ist. Aber das tut dem Ganzen ja keinen Abbruch. Also ich finde, das macht das Ganze, ja, halt noch. Noch besser, dass es halt erstmal ein Early Access ist.
Da wurde ich eingekreist. Das ist blöd. Ja, ich hoffe, ihr habt an diesem Projekt auch viel Spaß, weil ich habe an Darkest Dungeon echt Spaß. Also das Spiel macht mir richtig Laune. Da werde ich mich auch hinterklemmen, dass da mehr kommt. Weil aktuell stehen wir bei Darkest Dungeon so. Ich lade einmal die Woche freitags abends was hoch. Diesen Tonus versuche ich auch zu halten. Nur da kann es mir halt jetzt aktuell passieren, dass ich jetzt, wenn kalendertechnisch ich da nicht auch nicht aufpasse, weil die Folgen nehme ich ja am Stück. Oder was heißt am Stück? Die nehme ich hintereinander weg auf. Also ich setze mich da abends hin. Das ist so ein Spiel, da habe ich richtig Bock drauf. Und dann spiele ich das aber auch 3, 4 Stunden am Stück. Und dann kommen diese Folgen. Halt gesplittert ist das dann. Also ich nehme das nicht in einem auf und cutte das, sondern wirklich, ich nehme 20 Minuten auf. Und also so wie hier, ich nehme hier so im Schnitt 3 bis 4 Gefechte, nehme ich ja auf, je nachdem wie lange sie dauern. Und wie viel ich zwischendurch noch sabbel mit euch. Ja, und genau so versuche ich das halt auch. Diesen Tonus versuche ich halt hinzukriegen. Ich will halt so euch ein bisschen Abwechslung auch bieten, weil WoT ist aktuell mein einziges Projekt. Eines meiner Hauptprojekte. Und ich habe persönlich für mich auch was gemerkt. Dadurch, dass ich dieses Spiel viel, also nicht viel spiele, aber dass ich halt viel auch mit Zuschauern spiele und ich will ja auch erklären, ich will ja auch viel zeigen, ich versuche ja auch so ein bisschen, sag ich mal, kann man das ja als Einsteiger oder Lektüre sehen. Also mal ausgekaut hier greifen. Es ist halt. Ja, wie soll ich es betrachten? Man kann es als ich wachse mit dem mit euch quasi mit. Ja, da hat mich mein Team schön alleine gelassen. Es war aber auch blöd von mir vorzufahren hier. Naja. Auf jeden Fall, ich wachse halt. Ich habe halt gemerkt später, immer wieder, wenn ich viel WoT aufgenommen habe mit euch, oder für euch, da habe ich halt richtig gemerkt, wie viel besser ich dann später auch in meinem Hauptaccount war. Also ich bin richtig gut dann gewesen, vor allem mit den Panzer, mit bestimmten Panzertypen. Und das hat mir gezeigt, wo auch meine Stärken dann liegen. So, hier haben wir gewonnen, das ist schon mal gut. Und was haben wir hier? Haben wir verloren. Boah, Munitionslager beschädigt. Hätte ich das mit einem Schuss zerstört, dann wäre gut gewesen. Hm. 2.900. 60. 1000 Erfahrungspunkte, damit wir Panzer 3 haben, endlich. Ja, also wie ich sagen will, also ich merke halt dann relativ zügig, meine Stärken liegen da, meine Stärken liegen
wo meine Stärken liegen. Allein dadurch, dass ich halt hier so viele verschiedene Klassen auch fahren muss. Um es euch auch halt zu zeigen. Und dadurch werde ich auch besser in dem Spiel. Und das finde ich gut für mich persönlich und gut, dass ich daran wachsen kann. Ich mache Erfahrung mit dem Spiel bessere, intensivere Erfahrung. Einfach weil ich mich tiefer in die Materie hier reinbegebe und nicht nur einfach halt sehr stumpf komme mit, ja, hier, das sind meine 10er Panzer und am besten fährt man so und so. Wie es wahrscheinlich 100 andere auch machen. Nein, ich mach das. Ja, ich esse wieder. Ich mache das halt viel ich versuche auch ein bisschen Witz da reinzubringen. Ja, will auch was zeigen, immer wieder mal. Dadurch wird meine Spielerfahrung intensiver, was ich persönlich gut finde. Dann ist da dieser Punkt Oh Mann, ich bin an dem abgefallen. So, und hier hau ich jetzt ab. Ja, ich lerne halt viel auch über das Spiel selber. Merke es halt dadurch, ich werde besser. Ich merke, meine Videos nehmen auch mehr zu, wie ich finde, von der sprachlichen Qualität. Also ich versuche mehr mit euch zu reden, besser in das Ganze einzusteigen. Sowas eben. Und das finde ich persönlich zum Beispiel gut. Oh, das ist jetzt blöd, jetzt steht es ja unpassend. Na, den krieg ich jetzt nicht. Na, den hat sich immer was. Schade. Das ist nicht gut gelaufen, dieses Match. Na, ich bin ja, ich sammle per. Das macht mir Freude. Auch wenn ich hier immer wieder Niederlagen fahre, habe ich das Gefühl, alle hier mehr Siege zu fahren, wie, ja, wie halt in meinem Hauptaccount ich das am Anfang hatte. Da hat man sich einfach von Sieg über viele Niederlagen zu einem weiteren Sieg gehangelt und so lief das dann. Und hier läuft alles halt ein bisschen anders. Ich finde besser. Bin ich sehr, sehr froh drum, dass ich hier positive Erfahrungen mit sammel. Auch meine Videos hangeln sich auch immer weiter. Also ich überlege, wie ich angefangen habe und wie viel ich mittlerweile auch schwätze dabei, dass ich manchmal zu geschwätzig bin. Und ich probiere ja auch alles aus, über Vlogs, über ja. Mal zeige ich mich auf Kamera, dann ist, ich will halt auch weiterkommen. Ich will ausprobieren.
Das ist auch so ein Drang, den ich habe mittlerweile. Ich will was anderes machen. Ich will hier mal was probieren oder das mal und jenes mal testen und das macht das Ganze dann wieder, finde ich, sehr interessant. Und da möchte ich mit weitermachen. Oh, warte, warte, warte. Ich habe ja schon einiges aufgenommen. Also, wie gesagt, ich finde es sehr gut, wie es läuft halt. Nicht nur was in das Game angeht, wo ich Fortschritte mache. Einfach weil ich viel in Spiele, intensiver spiele jetzt. Sondern auch mit den Videos. Die Qualität, finde ich, ist auf einem recht hohen Niveau. Dafür, dass ich nur mit Fraps aufnehme, finde ich, erreiche ich eine ziemlich gute Videoqualität. Und ich würde sagen, so machen wir weiter, oder? Also, so kann es weitergehen. Und ich sag jetzt einfach mal, ihr lasst einen Kommentar da, ihr lasst eine Bewertung vielleicht auch da, vielleicht auch ein Abo. Das würde mich freuen und ich bin euer Marcel. Das war's für diese Folge aus der Panzergarage und ich sage bis denn.